Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich etwas Besonderes für euch, denn ich habe vor einiger Zeit ein Interview gedreht mit Tele Basel und das kann ich euch heute zeigen. Denn die Kollegen von Tele Basel haben mir das Material kostenlos zur Verfügung gestellt und ich darf es für unseren YouTube-Kanal verwenden, was natürlich super ist. Wenn ihr also andere Beiträge von Tele Basel sehen wollt, dann schaut gerne mal rein auf telebasel.ch. Heute werdet ihr ein ganz besonderes Mädchen kennenlernen, die Ellen, und sie hatte vor einiger Zeit einen schweren Snowboard-Unfall, steht aber schon wieder auf dem Brett und das hat sie ihrer eigenen Motivation und Energie zu verdanken. Das werdet ihr auch im Interview spüren. Und wir haben mit Tele Basel darüber gesprochen, wie wichtig die Rehabilitation nach einem schweren Unfall ist, wie wichtig Sport für euer Immunsystem ist und für viele andere Bereiche des Körpers. Ich denke, es wird ein spannender Beitrag für euch. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Ellen folgt auf Instagram unter Rebellenzellen. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Beitrag mit Tele Basel. Diagnose wird Ihnen präsentiert vom Rehab Basel. Es ist der Sport, den Ellen Walter aus dem normalen Leben gerissen hat, aber es ist auch der Sport, den sie wieder in ein normales Leben zurückführen soll, wie sie selber sagt. Herzlich willkommen zum Diagnosetag. Wir reden heute mit Roman Welzk, einem Physiotherapeut vom Rehab Basel, und Ellen Walter, die seit anderthalb Jahren teilweise querschnittgelähmt ist wegen einem Snowboard-Unfall, über die Bedeutung des Sports in der Rehabilitation. Zuerst schauen wir aber noch mal auf unsere erste Sendung zurück. Ellen Walter sitzt lachend in ihrem Rollstuhl und versprüht Lebensfreude. Sie trainiert jeden Tag hart, damit sie körperlich fit bleibt. Als leidenschaftliche Snowboardfahrerin hat sie schon immer hohe Ziele gehabt. Aber es ist genau das Hobby, das die 22-Jährige im 2019 aus ihrem normalen Leben gerissen hat. Ja, hey, super. Extra. Ding, ring. Ah, voll gut. Ich bin mit Kollegen und Kolleginnen im Wallis gesehen, in Vesona. Und hatte eigentlich am zweiten Tag, die zweite Abfahrt, wie ich das sonst auch immer gemacht habe, so ein bisschen Tricks geübt, indem ich von der Piste auf den Pistenrand gehüpft bin und immer so hin und her. Und dann ist es dort eigentlich so gewesen, dass die Piste gegen Abend gegangen ist und der Pistenrand ist gleich geblieben. Und ich habe das nicht gesehen, weil das hinter mir war. Und dann ist dort ein Höhenunterschied zwischen 4 und 5 Metern entstanden, den ich nicht gesehen habe. Und eigentlich in dem Moment, wo ich zurück auf die Piste wollte, habe ich das realisiert, dass es dort runtergeht. Und dann bin ich halt in dem Moment gerade auf dem Rücken gelandet und habe meine Beine gespürt. Die Folge davon ist eine inkomplette Querschnittlähmung. Das heisst, dass sie die Beine und die Füße bis auf die Oberschenkel nicht mehr spürt. Es sind etwa 2 Kilometer am Stück, wo Ellen Walter mit dem Stück laufen kann. Und Snowboard fahren, das geht auch wieder. Ellen Walter fährt im schweizerischen Paranationalteam mit. Es ist eigentlich so, dass ich auf dem Snowboard normal stehen kann. Also viele Leute würden auch nicht denken, dass ich eine komplette Querschnittslähmung habe, wenn sie mich auf dem Snowboard sehen. Aber das ist eigentlich dadurch, dass weil ich stehen kann und weil ich über die Oberschenkel sehr viel arbeiten kann, geht das eigentlich so. Es ist im Oberkörper ein bisschen wackelig, wie ich mit dem auch kompensieren und Kurven komme. Andererseits habe ich höhere und stabilere Schuhe, damit ich auch wirklich ohne die Wadenmuskulatur voll in die Hocke gehen kann und dann auch auf die Kante kann vom Board. Herzlich willkommen zurück zum Diagnosetalk. Ellen, wann hast du daran geglaubt, dass du jemals wieder auf ein Snowboard stehst? So einen genauen Zeitpunkt kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe während der Reha-Zeit einfach sehr oft auch einfach gemacht und probiert und nicht daran zweifelt, dass es nicht geht. Also wenn es nicht gegangen ist, einen anderen Weg gefunden, eine andere Lösung. Und durch das habe ich mich eigentlich mehr oder weniger einfach reingestürzt und gefunden, ich muss das wieder probieren. Und habe eigentlich erst in dem Moment, wo ich es ausprobiert habe, gewusst, ob es geht oder nicht. Ja.
Hast du diesen Willen auch dank dem Sport entwickeln? Dort war es mehr die Motivation, einfach die Freiheit zu haben oder auch zu wissen, das ist etwas, das mir niemand wegnehmen kann. Das ist für mich das grösste Freiheitsgefühl, auf dem Snowboard zu stehen. Und wegen dem wollte ich einfach das ausprobieren und auch gewusst, irgendwie geht es dann, egal wie, auf welcher Art ich dann auf dem Snowboard stand. Roman, was bringt der Sport sonst noch aus den Muskeln? Also der Sport ist nicht nur entscheidend für die Psyche und für das Immunsystem, sondern bei uns in der Neurorehabilitation vor allem für die Neuroplastizität. Das bedeutet, das Gehirn ist fähig und das Nervensystem ist fähig, ständig neue Wege zu gehen, neue Landkarten zu bauen und dadurch verschiedene Muskeln, die zum Beispiel durch einen inkompletten Querschnitt nicht mehr so gut angesteuert werden, ist es fähig, neu zu lernen und diese neu anzusteuern. Somit kann der Patient regelmäßig neue Funktionen dazu erlangen. Er kann freier werden in seiner Bewegung oder andere Strategien erlangen, um wieder seinen Sport ausführen zu können. Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben, was im Körper denn passiert, wenn man Sport treibt? Also ich denke, jeder von uns kennt das, wenn er sich mal bewegt hat, dass er sich danach besser fühlt, aktiver fühlt und wacher fühlt. Und das ist eben, weil Dopamin zum Beispiel ausgeschüttet wird, was unseren Körper eben aktiver hält. Ja. Ellen, wie würdest du heute deine Fitness einschätzen? Ich würde sagen, es ist auch schon besser gewesen als momentan. Weil nach dem stationären Aufenthalt hier in der Reha bin ich zu übermotiviert gewesen. Oder ich einfach wollte machen und halt in den Alltag reinkommen und nicht mehr im geschützten Rahmen gewesen. Und durch das habe ich mein Fußgelenk zu überbelastet. Und das ist jetzt sehr instabil momentan. Wegen dem, es hat Verbesserungspotenzial. Also ich habe recht viele Muskeln wieder abgenommen, dadurch, dass ich viel im Rollstuhl sitze. Andererseits weiss ich, wenn das Fußgelenk wieder einigermaßen verheilt ist, kann ich die Muskeln wieder aufbauen. Das heisst, ich stand vielleicht in der Mitte, okay. Würde ich sagen. Okay, ja. Aber ein Glasziel ist da, ist da, hast du vor Augen. Roman, Ellen ist natürlich jetzt motiviert, das spürst du. Sie war immer ein Snowboarder schon vorher und macht alles für die Fitness. Wie schaffst du es, Patientinnen und Patienten zu motivieren, die vorher vielleicht Sportmuffel waren? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich dem Patienten eine Aufklärung gebe, warum es im Endeffekt nötig ist, Sport zu machen, so wie wir das jetzt zum Beispiel auch in unserem Interview machen. Dazu kommt, dass wir im Haus ein sehr offenes Konzept haben. Das heißt, jeder Patient kann die Fortschritte des anderen beobachten und sehen und ist somit ein Teil des Prozesses. Und da klärt sich die Frage oft von ganz allein, weil die Patienten miteinander kommunizieren, eben ihre Fortschritte austauschen und da gibt es so einen Motivationsfaktor untereinander. Wie ist denn das sportliche Angebot hier im Reha Basel? Was bietet ihr alles an? Also wir haben einen bunten Mix von Gruppenangeboten, von Einzeltherapien. Für uns ist es eben besonders wichtig, dass wir den Patienten vorher erstmal sehen in einem Einzelgespräch und damit ihm auch seine individuellen Ziele festlegen können. Ja, grundsätzlich bieten wir an, dass er am Nachmittag in eine betreute Trainingstherapie kommen kann, das sogenannte MTT. Wir haben unterschiedliche Gruppen von Rollstuhl, Basketball bis Schwimmgruppen. Ja, alles, was das Herz begehrt. Da trifft man Ellen an in deinem Therapieangebot. Jetzt Ellen, du bist im Moment nicht stationär. Nutzt du das sportliche Angebot hier im Reha Basel trotzdem? Ja, also ich bin auch in der Raffroball-Gruppe. Das ist eigentlich Rollstuhl-Basketball, also eine Art Basketball. Das habe ich sehr lange genutzt, momentan gerade nicht. Und andererseits halt noch die Physiotherapie, die ich zweimal in der Woche habe. Okay. Würdest du sagen, dank dem Sport kannst du mit gewissen Sachen besser umgehen? Vielleicht auch mit dem Schicksal, das du erlebt hast? Körperlich ja. Also ich konnte durch das halt sehr viel auch machen und auch eben herausfinden, Muskeln, die Funktionen übernehmen oder über die Oberschenkelmuskulatur hauptsächlich laufen, so Sachen. Psychisch ist es für mich irgendwie auch schön zu wissen, wenn ich Sport mache, kann ich mir auch die Übungen aussuchen und die immer noch steigern oder schwächer machen, je nachdem, wie es geht. Und durch das werde ich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Was ist denn die richtige Dosis an Sport pro Woche?
Also man sagt, 150 Minuten in der Woche wären gut, wobei es Sinn macht, das auf 5 Tage aufzuteilen und ca. 30 Minuten Bewegung am Tag zu integrieren. Mhm. Und ein guter Anfang wäre zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag oder 30 Minuten spazieren gehen, dass es nicht ganz so viel wirkt auf einen. Was haben Sie für ein Angebot für ältere Patienten? Bei uns ist es grundsätzlich so, wenn wir den Patienten sehen, dann bestimmen wir über Assessments, wie sein Leistungslevel ist und über das Gespräch mit dem Patienten, was seine individuellen Ziele sind. Somit passen wir die Einzeltherapie, aber auch die Gruppentherapien für die älteren Patienten an. Und es gibt Gruppenangebote, wo Spiele gemacht werden, die zum Beispiel weniger Motorik erfordern, also weniger Bewegung erfordern. Oder auch im MTT kann der Patient mit unserer Betreuung dann ein für ihn angepasstes Sportangebot wahrnehmen. Das sportliche Angebot dürfen das Patientinnen und Patienten auch in Anspruch nehmen, die bereits ausgetreten sind? Oder gilt das nur eben für die Ambulanten und die Stationären? Also wir haben im Haus ein Physioteam, was sich rein um ambulante Patienten kümmert. Somit besteht immer die Möglichkeit, weiterhin das Haus zu besuchen. Zusätzlich ist es möglich, bei uns die manuelle Trainingstherapie zu besuchen. Und was wir auch anbieten aktuell, ist eine Long-Covid-Gruppe. Das heißt, für die Patienten, die an Covid erkrankt sind, bieten wir intensive Gesprächsrunden an und gewisse Techniken, um das Krankheitsbild besser zu verstehen und die damit verbundenen Symptome. Ellen, dir gehört das Schlusswort. Was sind deine Ziele? Also zuerst mal ist gesundheitlich eigentlich auf meine Füße aufpassen und schauen, dass das wieder verheilt. Und dann hoffentlich diese Saison aufs Snowboard stehen können und auch trainieren, damit ich dann für die nächsten Paralympics hoffentlich mich qualifizieren kann. Das wäre grossartig und wir verfolgen das natürlich weiterhin. Danke vielmals, dass du hierher gekommen bist in den Talk und so über deine Krankheit oder respektive was dir passiert ist, offen geredet hast. Danke vielmals, Roman, dass du uns Auskunft gibst über das sportliche Angebot und die Bedeutung in der Rehabilitation, die der Sport hat. Merci auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Uns gibt es am 31. August wieder. Dann berichten wir aus dem neuen Begegnungszentrum aus dem Cura, das es seit einem Jahr in Basel gibt. Bis dann bleiben Sie gesund und sportlich. Die Diagnose ist Ihnen präsentiert worden vom Rehab Basel. Das war schon wieder von uns. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mögt, könnt ihr kostenlos unseren Kanal abonnieren. Das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz, über das Auswandern und über alles, was wir sonst so machen. Klickt da gerne mal drauf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.